Wir sitzen hier auf unserem Podest mit integriertem Stauraum und darauf befindet sich unsere Küche. Das Ganze, also die Konstruktion, ist in etwa 2 Jahre schon alt. Und was wir heute anders machen möchten oder was noch nicht so gut funktioniert und wir heute eben dafür verbessern möchten, das erzählen wir euch jetzt. Wir sind Ilan und Anja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja. Ilan hat es eben schon gesagt, wir sitzen auf unserem Tiny House Küchenpodest, welches mit Stauraum versehen ist. Das heißt, unter uns befinden sich 9 Stauraumschubladen in jeweils 3 Waggonzügen im Prinzip. Die haben wir damals aus Palovnia-Holz gebaut, miteinander verleimt und mit Magneten verbunden. Heute wollen wir die Konstruktion so ein bisschen anpassen und korrigieren, da es nicht ganz funktioniert hat. Und das liegt unserer Meinung nach an 3 Punkten. Einmal wussten wir zu Beginn einfach noch nicht genau, wie wir mit dem Holz oder auch in dem Fall Palovnia-Holz umzugehen haben. Das heißt, wir haben nicht immer richtig geschnitten, zeigen es euch aber gleich. Dann haben wir die Schubladen viel, viel, viel zu schwer beladen. Das heißt, in der Summe, wenn wir 3 Schubladen zusammen haben, wird es einfach zu schwer für diese Magnete, die wir verwendet haben. Und zudem kommt noch dazu, dass wir nicht nur zu schwer beladen haben, sondern auch einfach noch viel zu viel hier unten unter uns verstaut haben. Und darum geht es auch. Genau, genau. Wir teilen uns heute so ein bisschen auf. Wir bleiben im Prinzip bei den Magneten. Also ich finde das Magnetsystem ja so eigentlich gar nicht verkehrt. Ich glaube, dass das Problem auch war, dass zum einen natürlich die Belastung am Holz ein Thema ist. Also die Leimstellen haben sich gelöst, weil wir eben zum Teil tatsächlich 30 Kilo ziehen. Und zum anderen hat sich natürlich die Klebestelle auch gelöst, weil wir eben mit Klebemagnetstreifen gearbeitet haben. Die Idee war ganz, ganz gut, fand ich. Also immer noch nach wie vor, nur dass die natürlich auch selbst in der Summe nicht gereicht haben. Ich glaube, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 davon geklebt pro Waggon. Das hat nicht gereicht und irgendwann haben sich dann auch die Klebestellen gelöst. Deshalb werden wir heute ganz andere Magnete nehmen, und zwar welche, die man verschrauben kann. Das, finde ich, ist schon mal ein besserer Ansatz. Und versuchen eben bei diesem System zu bleiben. Aber wir zeigen euch jetzt gleich, wie wir das machen. Und ich werde mich parallel um den Inhalt der Schubladen kümmern. Das heißt, ich räume alle Schubladen erstmal aus, damit Ilan mit denen arbeiten kann. Nochmal die Stabilität auch überprüft, sind die gut und noch richtig verbunden oder müssen wir da nochmal nachhelfen, die 9 Magnete anbringen. Und ich werde in der Zeit ein bisschen aussortieren und hoffe, dass ich alles, was sich noch unter uns befindet, noch deutlich reduzieren kann, weil es einfach viel zu viel ist und man sieht es im Hintergrund. Es immer dazu führt, dass wir einfach viel zu viel auf der Arbeitsplatte auch abstellen, zwangsläufig, und das ist Chaos im Kopf. Das wollen wir auf jeden Fall ändern. Mal schauen, wie weit wir heute kommen, aber damit starten wir jetzt. Ziehen wir sie mal raus. Da sieht man schon, es ist zu weit. Also wirklich Chaos. Und hier hält es auch nicht mehr. Ach, ist wieder abgebrochen. Guck mal. Das ist abgebrochen von der anderen Schublade. Das ist einfach zu viel Gewicht. Dahinter, welches gezogen werden muss, und das halten die einfach nicht aus. Ah, jetzt muss ich das mal hier rausziehen. Ja, also ich werde jetzt schauen, dass ich die eventuell die Leimstelle wieder repariere, zumindest aber auch nochmal zusätzlich verschraube, weil ich gemerkt habe, dass das schon sehr viel bringt. Hier seht ihr auch schon die Wuchsrichtung des Holzes, also es ist höchstwahrscheinlich dann auch hier mehrmals verleimt, und genau das ist das Problem. Ich hätte die Wuchsrichtung nehmen sollen, weil da die Leimstellen auch so verlaufen. Und das ist durchaus besser, gerade wenn hier so eine Zugkraft auch herrscht. Da merkt man halt einfach, dass wir auch keine Profis sind. Ne? Darum geht es ja auch nicht, sondern es soll halt einfach halten. Das ist uns wichtig. Und wenn das jetzt bedeutet, dass ich ein paar Schrauben reinjage, und auch da müssen wir gucken, ob das hält am Ende. Aber wir wollten einfach unglaublich gerne bei diesem Magnetsystem bleiben, weil ich das sehr praktisch finde. Auch im Alltag fände ich das einfach am praktischsten, die Waggons rauszuziehen und dann hier vorne quasi im Raum zu trennen voneinander. Und da bietet sich sowas natürlich super elegant an. Wir gucken, ob es heute klappt. Wie ihr seht, haben wir hier inzwischen gar keine Ordnung mehr. Durch das matschige Wetter draußen haben wir dann noch angefangen, Schuhe mal hier reinzuschmeißen. Die wollen wir natürlich eigentlich nicht mit Lebensmittelvorräten kombinieren. Also das ist alles noch keine gute Lösung. Wir haben einfach noch zu viele Vorräte, auch wenn wir es lieben. Aber für das Konzept Tiny House, so wie wir jetzt gerade leben, ist es einfach zu viel.
Das heißt, ich räume erstmal alles aus, damit Elan überhaupt auch mit den Schubladen arbeiten kann und schau mal, was wir reduzieren können und was wir für ein neues Ordnungssystem hier integrieren können, um einfach auch selbst einen besseren Überblick zu haben. Während Elan jetzt noch schnell zum Baumarkt losdüst, weil wir noch andere Schrauben kaufen müssen, werde ich jetzt mal versuchen, hier das zerbrochene Holz, bevor wir es komplett erneuern müssen, erstmal neu zu verleimen, dass wir schon mal eine Grundstabilität nochmal reinkriegen und Elan dann die Magnete auch nachher besser befestigen kann und die Schublade nicht direkt wieder auseinanderfällt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel natürlich noch in der Summe zu wenig, aber auch Vorratsdosen gekauft mit 1 Liter Fassungsvermögen. Und da möchten wir in Zukunft dann auch Dinge wie Mehle, Getreide und andere Vorräte positionieren, dass es dann auch später viel übersichtlicher wird mit dem Inhalt der Schubladen. Aber das ist jetzt erstmal nur ein Anfang. Das ist die Katastrophenvorratsschublade. Jetzt merke ich gerade, das ist auch total doof, weil wenn alles in diesen Tüten so ineinander verstaut ist, dann weiß man auch gar nicht mehr, was man hat. Und das habe ich jetzt gerade gemerkt, weil wir hier eigentlich zum Beispiel immer unser Kakaopulver drin haben. Und ich dachte, ich müsste jetzt neu bestellen. Und zum Glück machen wir das jetzt heute, weil wir nämlich noch Vorrat haben. Das heißt, ich kann das jetzt einfach auffüllen. Und ich merke einfach, wie wichtig das ist. Schade, dass wir das heute jetzt nicht hinkriegen. Aber wenn wir gleich aussehende Gefäße haben, die man oben beschriften kann und man wirklich kategorisch dann nach Nüssen, Samen, Kernen, Reis und so weiter oder Backutensilien die Sachen ordnen kann. Das ist echt essentiell. Jetzt machen wir noch die Gegenseite und dafür muss ich leider hier runterkrabbeln. Hoffentlich das letzte so. Mal. Ich stoße mir nämlich immer den Kopf und brauche hier eigentlich schon einen Helm, wenn ich runterkrabbel. Das ist okay, wenn ich dich dabei filme? Ja, film mich ruhig dabei. Das wäre wirklich witzig. Vielleicht ohne so. Oh Gott! Oh, ich hätte vielleicht das noch wegräumen sollen. Darf ich das schon mal rausnehmen? Weil ich muss ja jetzt ran. Gerne. Es ist schon kalt da drunter, ne? Ja, ist doch gut. Ist ja ein Vorrat. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ich lege sie mal hier rauf. So, es ist der erste Zug fertig. 3 Waggons hast du schon? Ja, das hat ja jetzt lange gedauert. Ich musste ja erstmal irgendwie ein System finden. Also irgendwie. Aber man hört hier auch schon, was für eine Kraft die haben. Ach, krass. Also das. Also ein Magnet kann 30 Kilo ziehen. Ich glaube, ich habe hier wieder so ein. Ich habe ein bisschen übertrieben. Gucken wir mal, wenn es beladen ist. Alles klar. Das ist sehr fest. Ja, die vorderste habe ich hier auch noch mal ein bisschen verstärkt. Das ist ja auch noch mal so ein Thema. Wir haben hier natürlich eine immense Hebelwirkung hier oben, da wir es nur unten verbunden haben. Das heißt, das Loch ist weiter unten und es ist auch ganz wichtig, dass man nur von unten zieht. Ja, weil hier unten kann man Kraft anwenden, hier oben definitiv nicht. Oh, was ist das denn für ein Fleck hier? Irgendwas ja, ausgelaufen. Ja. Das ist so eine Erleichterung, wenn das klappt. Boah, das hält mal richtig gut. So, es wird immer dunkler, aber erzähl mal. Ja, also es scheint zu passen, soweit ich jetzt sehen kann. Und es reichen auch wirklich 2 Magnete. Also 3 brauchen wir definitiv nicht. Ich werde den mittleren hier nochmal abnehmen. Das ist zu viel, weil du kriegst sie sonst nicht mehr gelöst. Mhm. Die haben ganz schön Kraft. Der ist ja besser so als zu wenig, ne? Also wichtig ist, wie gesagt, hier unten zu greifen, raus, dass alles funktioniert. Hier sind alle 3 Schubladen. Sehr gut. Und die? Das ist eine gute Frage. Die ist auch schon schwer. Die ist schon deutlich schwerer, ne? Die ist deutlich, deutlich schwerer. Das geht super. Schon gut. So, jetzt raus. Warte, ich versuche ein bisschen heller. Oh, weia. Da musst du ein bisschen nachhelfen an der Seite. Das, hast du es gemerkt? Mhm. Da musst du ein bisschen nachhelfen an der Seite. Das ist halt so. Ist ja auch sehr schwer. Das ist so schwer.
schwer, sonst hebt man sie halt an der Seite. Kannst du es denn noch trennen jetzt? Ja, kann ich. Super. Dann ist es doch aufgegangen. Also, ich schieb die dann lieber erstmal rein, damit die schon mal in der Schiene ist, weißt du? Ich meine, damit die in der richtigen Schiene ist, genau. Hat sich doch gelohnt. Bis jetzt ja. Jetzt gucken wir mal, wie lange das hält. Okay, bevor es jetzt so dunkel wird, kommen wir jetzt langsam zum Ende. Die Magnete sind auf jeden Fall viel besser. Also jetzt nach unserem ersten Eindruck sind Schraubmagnete super, bis 30 Kilo. Fast schon überdimensioniert, aber wenn man es jetzt so wie wir wirklich auch für Vorräte nutzt oder schwere Küchengeräte oder so, ist es wahrscheinlich doch auch gut. Ganz kurz zu meiner kleinen Ausmistaktion. Also an Verpackungen konnte ich super viel reduzieren. Ich habe ganz, ganz viel umgefüllt in neue Schraubgläser, gerade was die Gewürze auch angeht, weil wir da gar keinen Überblick mehr hatten. Das heißt, das hat sich jetzt schon gut reduziert. Allerdings ausgemistet an Vorräten haben wir gar nicht wirklich, weil wir sie ja auch nicht wegschmeißen wollen und wir jetzt zumindest aber wieder auf dem Schirm haben, was haben wir, wie viel haben wir davon und wo findet man es. Ich würde gerne nochmal separat irgendwann ein Video machen, wenn wir auch mit ähnlichen Gefäßen arbeiten und das visuell einfach auch nochmal ein bisschen ordentlicher ausschaut. Aber ganz grob vielleicht für den Überblick haben wir hier in der mittleren Schublade, an die wir ja selten müssen, davor befindet sich ja noch unser Tritt, haben wir hier die Gewürzvorräte, wenn wir unsere Gewürzregal hier vorne auffüllen wollen oder an speziellere Gewürze für ein eigenes Curry oder so dran wollen. Dann haben wir hier Spezialmehle oder Stärke, noch die letzten Nussvorräte, die nicht mehr hier vorne reingepasst haben. Genau, weiße Bohnen, Beluga-Linsen, Kidneybohnen, die getrockneten, wenn man die über Nacht mal einweichen kochen will. Das ist aber eher, wie gesagt, der Vorrat, wo wir nicht häufig ran müssen. Das ist die Schublade, an die wir täglich rangehen. Und hier haben wir dann auch Vorräte wie Nudeln und ein paar Konserven als Vorrat. Wir haben hier Backutensilien. Also das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen auffüllen, weil wir hier vorne in der Küche auch grundsätzlich nochmal entschlacken wollen. Da sind uns die Schubladen jetzt auch schon wieder viel zu voll. Das ist also echt noch ein Prozess. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wir sind auf jeden Fall mit dem heutigen Ergebnis sehr zufrieden und vor allem froh, dass keiner von uns mehr unter das Küchenpodest krabbeln muss, um die hinterste Schublade rauszuziehen. Ich zeige euch jetzt nochmal gerade die Sommersachen, weil das ist ja im Grunde das Konzept. Da, wo wir täglich ran müssen oder öfter mal ran müssen, das haben wir dann vorne. Und da, wo wir seltener ran müssen, das ist dann ganz hinten, im hintersten Waggon. Das heißt, ich trenne die jetzt ab. Das funktioniert ganz gut. Nur, dass ich hier jetzt nicht mehr so viel Platz habe. So, da sind sie. Ne? Das sind unsere Sommersachen. Und das ist der hinterste Waggon. Und das tauschen wir dann ja wieder, wenn der Sommer kommt und der Winter vorbei ist. So, und die ist jetzt noch frei. Das heißt, wir räumen jetzt noch den restlichen Kram ein und haben, glaube ich, schon mindestens eine Schublade gespart. Wir haben ja nochmal hier so eine Dreier-Schubladenreihe, also noch ein Waggon. Den werde ich jetzt auch noch gleich befestigen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, dass ihr so einen kleinen Einblick bekommen konntet, wie wir das hier gestaltet haben mit unserem Podest und die kleinen Fehlerchen, die wir gemacht haben, aus denen wir auch gelernt haben erstmal. Jetzt gucken wir natürlich, das ist der letzte Anlauf gewesen mit so einem Magnetsystem. Wenn das nicht funktioniert, wenn nochmal irgendwie die Fronten abbrechen oder sich das irgendwie nochmal lösen sollte, dann müssen wir eben durch die Bodenplatte gehen und uns was Neues überlegen. Aber so ist das eben in so einem Tiny House oder allgemein in so einem Projekt. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal einen Schritt weiter und hoffen, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen und schaltet sehr gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin. Ciao.